Halbfinale. Jetzt blicken wir nach vorne und wollen noch mal ein bisschen Spaß haben, Herr Reif. Ja, na, wir haben noch Fußball. Problem ist, England spielt. Da wollen Sie Spaß haben. Es sind zwei Mannschaften im Turnier, an die habe ich wirklich. Also man muss jedem Reporter bei Bild wirklich Schmerzensgeld zahlen, wenn er zwei Nationen bisher verfolgt hat. Die einen fast noch schlimmer als die anderen. Wir reden erstmal über Spanien, Frankreich. Spanien begeistert uns, aber dann die Franzosen in ein Halbfinale eines großen Turnieres zu kommen, ohne ein selbst geschossenes Tor aus dem Spiel heraus. Entschuldige mal, da muss man doch von der UEFA einfach sagen, sorry, wegen Hässlichkeit disqualifiziert. Wie viele Gegentore? Ja gut. Wie viele Gegentore? Ja gut. Eins. Ja gut. Eins. Ja gut. Ich muss ja wieder tippen. Damit ja, dann machen wir das schnell. Ja, Tipp von Marcel Reif. So, und jetzt werden Sie einen Tipp sehen, das mache ich sonst nie, den ich... Der Reif-Tipp. Ja, ein Tipp, den ich mit dem Herzen mache, der aber schief gehen wird. Moment. Okay, sagen Sie es. 2-0 für Portugal, für Spanien. Sie werden gegen Frankreich verlieren. Frankreich wird ins Finale kommen und Frankreich wird Europameister. Okay, das müssen wir jetzt erklären für alle Zuschauerinnen und Zuschauer und Podcast-Hörerinnen vor allem. Also offiziell steht hier 2-0, ich kann es aufklären, den haben Sie mir gestern geschickt. Aber Sie sagen jetzt auf einmal live in der Sendung... Nein, ich verändere ihn nicht. Ich bleibe dabei, ja. Ich möchte, dass Spanien, die den mit Abstand besten Fußball... Aber Sie befürchten wirklich, dass... ...dieses Spiel, dieses Turniers gezeigt hat. Sie sind für mich der logische, der verdienteste... Europameister von denen, die hier drin sind, den anderen nichts weggenommen. Aber ich fürchte, dass sie am Ende zerschellen werden. Oh Gott. An Dingen. Dieser junge Mann zum Beispiel, den wir jetzt hier, ja nicht der, sondern was wir hier im Studio gerade haben. Was zeigt ihr mir hier? Sagt mir. Ja, das waren die Spanier, die trainieren, offensichtlich den Ball gut hochhalten können. Hier, da ist er, unser Freund Jamal. Noch 16. Der wird es mit Theo Hernandez zu tun bekommen. Was würden Sie denn sagen, wenn die zwei sich auf der Straße begegnen, wie das ausgeht? Aber das ist genau der Unterschied. Sie auf der Straße ist das klar. An dem Duell. Sie werden, denken Sie mich an dem Duell. Ich jetzt klugscheiße, ich habe richtig hier. Warum soll ich nicht mal die Initiative übernehmen bei eurem Getippe hier, was ich immer machen muss? Die Spanier sollten es bitte, bitte werden. Sie werden gegen Frankreich verlieren. Dieser Fußball von Didier Deschamps, also wie gesagt, für mich, das ist, es ist eine, jetzt hätte ich fast, jetzt sage ich es dann doch, sage ich nicht. Auf jeden Fall ein Graus an diesem wunderschönen Sport, wenn man solche Spieler zur Verfügung hat, die so wunderbar Fußball spielen können. Und so dann, schlecht ist es nicht, so schlimm ist es nicht, ist so schlimm wie bei Gareth Southgate. Nein, dazu kommen wir gleich, zu den Engländern. Nicht so wie bei den Engländern. Schlimmer geht es nicht mehr als die Franzosen. Dann aber Mbappé ist nicht fit, Mbappé fehlt ihnen das mehr als den Portugiesen Ronaldo gefehlt hat. Das ist das Problem. Diese Nase wird operiert werden müssen, aber sie tut möglicherweise von Tag zu Tag ein bisschen weniger weh. Möglicherweise kommt der Tor, hat er sich seinen Mbappé aufgespart für Halbfinale und Finale. Und da werden Sie sehen, ist die ganze Mannschaft sofort anders unterwegs. Das, was die an Potenzial haben und wenn das mal losgelassen wird, ich bin doch völlig bei Ihnen, wenn Sie das wieder schaumgebremst machen, und nicht von sich aus mal sagen, so jetzt aber mal Heidewitzka, jetzt muss es sein, dann haben die Spanier eine große Chance. Weil die spielen ihren Fußball und sie spielen ihren besten Fußball. Die Franzosen spielen nicht ihren besten Fußball, weil ihr bester Mann auch gar nicht konnte. Jetzt warten wir mal dieses Spiel ab. Ich sehe es mittlerweile so, aber das sehen wir doch morgen Abend. Lassen Sie uns doch einfach, nehmen Sie es zur Kenntnis. Ich tippe auf Spanien, wenn Sie das Spiel gewinnen, werden Sie Europameister. Die Wette würde ich halten. Wenn Sie es nicht gewinnen, wird Frankreich Europameister. Sie hat mich, und das kommt selten vor, weil normalerweise unterbreche ich Sie ja, sie hat mich eben insofern nicht ausreden lassen, als ich ja die Kurve bei Frankreich noch bekommen wollte und es herausragend finde, wie diese tollen Fußballer sich einem taktischen System ihres Trainers so unterordnen. Hinten raus wäre das Lob noch gekommen. Ich finde es beeindruckend zu sehen, dass diese Truppe das macht, was Didier Deschamps vorgibt. Er hat im Übrigen nie etwas anders gemacht. Deschamps ist nie ein anderer Typ. Er war selber auf dem Platz, einer, der für die defensive Stabilität gestanden hat. Er hat nie anderes versprochen, nie anderes gemacht. Ihre ganzen Erfolge waren nie anders. Nur sie hatten dann vorne zum Beispiel einen Mbappé und André Giroud zu ihren Zeiten alle, die dann die Sau rausgelassen haben vorne und Tore gemacht haben. Das fehlt ihnen im Moment.
Die Stabilität defensiv allerdings, das daran sich abzuarbeiten, das will ich von den Spaniern mal sehen. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich hoffe es allerdings. Gibt es noch ein anderes Halbfinale? Es gibt noch, ja, aber ich versuche das so lange wie möglich vor mir wegzuschieben, weil ich will über dieses England eigentlich gar nicht reden. Deswegen spielt noch mal ein Foto ein eines Spielers mit dem größten, La Pulga, Lionel Messi. Und jetzt sagen Sie mir bitte mal, es ist relativ klar, wer ist denn dieser spanische Nationalspieler, der da in der Wanne sitzt? Ist das nicht ein Foto für die Götter, Herr Reif? Der Mann. Ist das Foto echt? Das ist wirklich echt, ist nicht mit KI gemacht. Das ist ziemlich genau 17 Jahre her, denn am kommenden Samstag, am Tag vor dem EM-Finale, wird dieser Knirps da drin 17 Jahre. Und wir reden natürlich über Spaniens Lamine Jamal. Und der andere war wirklich Lionel Messi. Und jetzt haben wir die Erklärung, warum der Jamal so gut ist, weil er halt vom Größten so früh schon gesegnet wurde, quasi geweiht schon fast. Geweiht. Man kann es eine Weihung nennen. Ja, hat er ein bisschen was mitgegeben bei dieser Badeorgie offenbar. Also unfassbar, aber ich hoffe, Sie hatten auch Spaß daran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen das nochmal gezeigt zu haben. Und ich hoffe einfach mal, dass der Fußballgott bei diesem Halbfinale am Start ist und die Spanier, ja deswegen, dass der endlich mal im Einsatz ist, Fußballgott, und nicht die ganze Zeit frei nimmt und die Spanier bis ins Finale kommen. Es ist die spielerisch beste Mannschaft dieses Turniers und die hat es verdient, ins Finale zu stehen. So, Holland gegen England. Wir nehmen uns noch ein bisschen die Zeit über dieses Spiel. Ich finde, die Holländer, sie tippen 2-1 nach Verlängerung. Und wissen Sie was? Das klingt schon wieder nach Krampf. Nee, das ist genauso lieb gemeint wie oben das. Nein, auch Herr Reif, jetzt machen Sie aber wirklich schlechte Stimmung noch am Ende. Ja, ganz schlechte Stimmung. Oh Gott. Frankreich, England tippen Sie am Ende auf Finale? Nein, das befürchte ich. Oh Gott, tippen, oh Gott. Tue ich, ja, tippen tue weil ich, weil ich es nicht schaffe, mir das vorzustellen. Und ich will es mir nicht vorstellen. Möchte ich ein Finale haben, Holland gegen Spanien, da kriegen wir was zu sehen. Oder bekämen wir was zu sehen. Ich befürchte, dass sich die Holländer an der englischen Defensive, und diese Mannschaft besteht nur offenbar aus stabil stehen irgendwie, und das ist es, dass sie sich die Zähne ausbeißen, die holländischen Zähnchen. Und mein lieber Herr Reif, ich sag Ihnen was, da machen wir jetzt einfach den Deckel drauf. Das lassen wir jetzt einfach so stehen, weil mehr lohnt es sich gar nicht, über England ehrlicherweise viel zu reden.